Hallo, wir sind bei der Technocomposites Domine GmbH, Hersteller von faserverstärkten Kunststoffen. Was wir machen, sind immer einbaufertige Bauteile aus glasfaserverstärktem Kunststoff, die praktisch als Unikat für den Kunden hergestellt werden. In den letzten Malen habt ihr schon die Bereiche CNC und die Endmontage kennengelernt hier in unserem Betrieb. Habt ihr schon ein bisschen Einblicke bekommen. Heute wollen wir uns den Bereich des Klebens angucken. Wir haben schon unterschiedliche Klebevideos hier online. Jetzt lernt ihr aber auch mal die Mitarbeiter kennen und hört ein bisschen was aus deren Perspektive. Moin Daniel, du bist ja hier Vorarbeiter im Klebebereich. Genau. Was macht ihr denn hier so den ganzen Tag? Kannst du das mal beschreiben? Also hier werden die verschiedenen Projekte, die wir in der Fertigung haben, die werden hier verklebt und soweit bearbeitet mit den einzelnen Anbauteilen, dass wir sie von hier aus zum Lackierer geben können, beziehungsweise direkt in der Endmontage zur Weiterverarbeitung für den Kunden. Was sind denn so die Arbeitsschritte, die du täglich machst oder die ihr täglich macht hier? Also auf mich bezogen, da ich ja Vorarbeiter bin, geht es darum, hauptsächlich das organisatorisch am Laufen zu halten, Rücksprache zu halten, mit der Projektleitung Rücksprache zu halten, mit dem Einkauf und das Ganze zu koordinieren zwischen den Leuten, die hier bei uns arbeiten, die die Projekte im Endeffekt bearbeiten, um einen reibungslosen Ablauf zu bekommen, dass wir auch sicherstellen können, dass wir rechtzeitig liefern können. Und die Besonderheiten, die das Kleben so mit sich bringt, muss man dementsprechend auch ein bisschen im Auge behalten. Probleme, die auftreten, möglichst frühzeitig zu erkennen, ja. Gegebenenfalls schon vorher zu lösen, bevor sie zum Problem werden, oder halt dementsprechend dann zügig umzusetzen, dass wir reibungslos arbeiten können. Kim, was bereitest du hier gerade vor? Also ich bereite die Aluprofile vor zum Kleben, weil die vorher erst gereinigt werden müssen, damit die halt besser halten. Das ist so das, was man machen muss. Ne? Also kann hier jeder kleben oder braucht man da eine spezielle Ausbildung? Also theoretisch kann es jeder, praktisch nicht. Die Leute, die jetzt beim Klebebereich arbeiten, haben alle diesen Klebpraktika-Lehrgang in Bremen mitgemacht, weil die Voraussetzungen und Anforderungen für die diversen Projekte, die wir haben und auch kommen, immer höher werden. Also theoretisch dürfte es jeder, praktisch sind da einige Hürden, die man vorher nehmen muss. Die ersten Sachen, die ich so geklebt habe, das waren einfache Dinge, um überhaupt erstmal reinzukommen. Ja. Es war eher Neugier, dass man dann die ganzen Sachen, weil man ja dann erst alles kennenlernt, diese ganzen Prozesse, die auch dahinter stecken, bevor man überhaupt anfängt zu kleben, worauf man alles achten muss. Dann hat sich mir erst erschlossen, dass das Kleben, was man an und für sich kennt, wenn man mit dem Kleben wird, hier ist nichts zu tun hat, wie sich das doch unterscheidet, ne? Und was da halt für, was halt für Möglichkeiten gibt. Ja. Dass man auch wirklich sicherstellt, dass die Klebung dann langfristig hält. Ne? Genau. Man kann trotzdem als Quereinsteiger reinkommen, wenn man sich für die Sache interessiert, sich ein bisschen mit auseinandersetzt. Ja. Spannend bleibt es immer, also weil einfach viele neue, weil sich das Kleben ja auch immer weiterentwickelt. Ja. Von daher, man weiß nicht, was wir in 2 Jahren kleben, mit welchem Klebstoff, mit welchen Maschinen, computergestützt, Roboter unterstützt. Ja. Lassen wir uns überraschen. Ja, ihr habt heute den Bereich des Klebens kennengelernt, habt auch ein paar Stimmen aus der Fertigung gehört, habt ein bisschen Eindruck, was hier für Menschen arbeiten und um was die sich jeden Tag kümmern. Das war es dann eigentlich für heute. Und beim nächsten Mal kriegt ihr noch einen Einblick in einen anderen Arbeitsbereich.